Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert hier auf dem Kanal Mehrspieler. Mein Name ist Simon, wir befinden uns noch in Engine City, wollen aber natürlich Engine City jetzt gleich Richtung Route 3 verlassen. Den Weg, da sind wir ja schon mal gelaufen, hier im Pokémon Center waren wir in der letzten Folge. Ich würde sagen, wir gucken direkt mal bei Route 3 vorbei. Hallo. So, wenn deine Pokémon KP verlieren, kannst du sie mit einem Trank heilen. Bei Vergiftung hilft Gegengift. Ja, ja. Wenn man genug Items dabei hat, kommt man auch ohne Pokémon Center aus, sagt er uns. Das ist eine ganz gute Sache. Wir haben nämlich auch sehr viele Tränke dabei. Dann können wir das auch versuchen. Warte, ihr seid doch Feuer, oder? Zickzack sind mir egal. Nein, nein, bleib weg, Zickzacks. Ich will diese Dinger, die eben hier waren. Ah, schnell weg. Kommt schon, wo seid ihr? Klingt hier, juckt mich nicht. Nein, nein, bleib weg. Warum tauchen die jetzt nicht mehr hier auf? Kommt schon. Ich will hier keinen Zickzacks. Ich will die... Oh, jetzt war ich nicht schnell genug. Ich will die anderen Pokémon. Level 13 sind jetzt die Pokémon auf der Route hier. Unsere sind tatsächlich nicht mal so hart gelevelt. Also Level 13 ist so ungefähr das, was die Pokémon haben. Deshalb werde ich jetzt hier auch nicht sinnlos fliehen, sondern... Wir machen hier auch ein bisschen, wir nehmen das Training mit gegen die wilden Pokémon auch. Und hauen die auch schon ab und zu weg. Und Level 11 sind die teilweise noch. Wir müssen mal gucken, dass wir Kamehapsi ein bisschen hochkriegen. Ist das hier bei den Pokémon eigentlich noch so, dass die Pokémon, die wirklich kämpfen, mehr kriegen als die anderen? Ich weiß das gar nicht genau. Der Zickzack ist fast tot. Item bewegen, auswählen. So, wartet. Wir wollen Kamehapsi auf jeden Fall mal nach hier oben setzen. Und dann... Ich habe ganz vergessen, dass wir in der letzten Folge noch gegen den Mate da gekämpft haben. Aber wir haben so viele Tränke dann... Da müssen wir jetzt nicht irgendwie sparsam sein oder so. Wir hauen die hier mal hoch. Das passt schon. Komm schon, ich will die anderen Pokémon wiedersehen. Drei Heilbälle. Hier. Okay, ich meine, dass die Feuer drin hätten. Vulpix. Ja, sieht so aus. Das ist natürlich das perfekte Trainingsobjekt für Kamehapsi. Hau mal deine Aquaknarre raus. In der Hoffnung, dass wir nicht zu viel Damage machen. Und du hast vergessen, was du vor 5 Minuten gemacht hast. Ja, das passiert sehr schnell bei mir. Da bin ich Profi drin, sowas zu vergessen. Okay, jetzt tu mir bitte den Gefallen und mach einfach keinen Volltreffer, Kamehapsi, ne? Danke, das ist sehr effektiv. Wir versuchen natürlich direkt, uns das zu fangen. Ha, geschafft. Du hast Vulpix gefangen. Sehr, sehr cool. Guck mal, Kamehapsi direkt ein Level mehr. Micro auch. Dieses Himmelswanderer mit dem Vergessen. Manchmal ist das auch so, dass ich irgendwas machen will und dann dahin gehe und dann vergesse so, was wollte ich jetzt hier noch gleich machen? Und dann, ja. Also, Vulpix habe ich, glaube ich, nie in irgendeinem Team gehabt. Ich habe das nie gespielt. Wir hätten es Vulpixi nennen sollen, naja. In meinem Team auf jeden Fall.
Ich habe das nie gespielt, weil das, glaube ich, aus Pokémon-Generation vor meiner Zeit ist. Ich weiß es nicht. Wir tauschen den hier aus. So, den Kampf gönnen wir uns gleich. Wir holen nur Vulpixi hier mal ein bisschen hoch. Und dann schauen wir mal, was die hier zu bieten hat. Du hast die Eröffnungszeremonie gesehen? Na klar hast du das. Dieses ganze Spektakel hat mir total Lust auf einen Kampf gemacht. Ich bin gespannt. Die Göre Mira erfordert uns. Ist das so ein Rainbow Six Operator? Packt jetzt gleich die Schilde aus, das wäre ein bisschen kritisch. So, ein Vulpix. Ja, Mai. Ich habe ja meinen Kami-Hapsi. Auch mal die Aquaknarre raus. So, wir gönnen uns den. So, Blut sollte uns eigentlich nicht so viel ausmachen. So, hier sieht man, wie schön der Effektivitätenvorteil funktioniert. Aber ich finde es krass, wie früh man Schild. Spiegel. Spiegel meine ich natürlich. So. Das, zu meiner Verteidigung, Himmelswanderer, das ist gar nicht so einfach, hier alles immer zu kombinieren. Männer sind ja nicht natürlich multitaskingfähig, das ist immer so eine Sache alles. So, ich habe den Kampf verloren, aber die Lust am Kämpfen nicht. Ja, das ehrt dich auf jeden Fall. Oh, was passiert da denn? Was? Typi entwickelt sich. Glückwunsch, dein Chimpy hat sich zu einem Chimsticks entwickelt, lol, das ist Schlagzeuger. So, ein Eintrag im Pokédex wurde angelegt. Cool. Doppelschlag. Ja, Doppelschlag gönnen wir uns. Doppelschlag ist eine Normalattacke, die 35 Damage macht, aber doppelt trifft. Das heißt quasi 70 Stärke. Was haben wir denn hier Vergleichbares? Wir brauchen, glaube ich, den Zweigstoß nicht mehr. Bei den Kratzer 40, Doppelschlag. Alles gut, Himmelswanderer. Ich teile den Humor. Ich lese es zwar nicht vor, aber ich teile ihn. So, wir eliminieren einfach mal hier den Kratzer. Das passt schon. 1 und 2 und schwupp. Chimpy hat Kratzer vergessen und Doppelschlag erlernt. Ich habe tatsächlich schon ganz vergessen, dass die ersten Entwicklungen bei den Startern ja schon mit Level 16 kommen. Heftig. Finde ich aber cool. Das Ding ist, das ist so die Entwicklungsstufe von dem Chimpemp, die ich am uncoolsten finde. Also die erste ist mega süß, die dritte ist mega kräftig und das hier ist irgendwie nur weird. Aber das passt schon. Das passt schon. So, wenn die hier alle mit ihren... Nein! Hey! Wenn die alle mit ihren Feuer-Pokémon rumhantieren, dann hauen wir nochmal ein bisschen Kami-Hapsi-Power drauf. Den müssen wir eh leveln, den Jungen. Wer ist das denn? Bist du neu? Kann man dich fangen? Ein Feen-Pokémon? Oder ein Käfer-Pokémon? Sieht irgendwie so ein bisschen nach Fee aus. Aber wie ich eben sagen wollte, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe oder nicht, ich habe es schon wieder vergessen. Wir gucken einfach mal, was eine Aquakarre für Auswirkungen hat, dann sehen wir auch, was es für ein Typ ist. Okay, sehr wenig. Könnte Käfer sein. Es ist Pflanze. Okay, es ist Pflanze. Schnell weg, Kami, hab sie. Schnell weg. Pflanze? Ja, war eine gute Idee, Himmelswanderer. Hätte man auch erkennen können, ne? Ja, doch, ich stimme dir zu.
Ach, wir haben bei dem aber noch keine einzige Feuerattacke bei unserem Vulpix. Ja gut. Dann, na, Flug ist nicht gut. Pass auf, dann hauen wir einfach Pflanze gegen Pflanze. Das passt schon, dann haben wir wenigstens keinen Nachteil. Guck mal, das Rasierblatt juckt uns natürlich jetzt relativ wenig. Wir gucken mal, was unser Doppelschlag so für Auswirkungen hat. Das war doch ordentlich. Setzt Gesang ein. Verwirrt uns das? Oder macht uns das schläfrig? Es macht uns schläfrig. Ich hasse das, wenn meine Pokémon einschlafen. Okay. So, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Das wäre doof. Das. Ja, komm, setzen wir den Jungen mal ein. Den jucken Pflanzenattacken wenigstens auch nicht so. Wir müssen natürlich gucken, dass wir möglichst schnell irgendwie eine Feuerattacke lernen. Rutenschlag. Aussetzer. Ruckzuckhieb. Groll. Aha. So. Also unser Vulpix braucht auf jeden Fall mehr Attacken. Es hat bis jetzt nur eine Attacke, die Damage machen kann, so wie ich das sehe. Was natürlich nicht so geil ist. So, Rasierblatt ist uns egal. Wir fangen uns das Viech natürlich. Easiness. Cortini wurde gefangen. Ich finde das immer sehr löblich, wenn Pokémon auf I enden. So, Pflanze. Sehr weise. Nein, danke, es braucht keinen Spitznamen. Schick's einfach in die Box und ich werde es nie wieder anrühren. So gehe ich mit meinem Pokémon um. Easiness. So, Beutel. Wir hauen hier direkt mal wieder unsere Tränke auf die Pokémon, die ja auch am schwächsten sind und die wir halt entsprechend hochpumpen müssen. Der Junge schläft. Ich habe keinen Aufwecker, ist auch egal. Was wollte ich machen? Ja. Energiefokus. Normale Attacke, Bodenattacke. Also, Zaltag ist sehr strange. Energiefokus. Kann das Vulpix leider... Ah, die Volltrefferquote steigt. Okay. Dampfwalze kann immer noch keiner erlernen. Sternenschauer kann Vulpix erlernen und Gegenstoß. Pass auf den Sternenschauer, den geben wir auf jeden Fall dem Vulpix mal. Damit es wenigstens noch ein bisschen was hat, womit es sich verteidigen kann. Sternenschauer. Sternenschauer, Sternenstoß, Sternen... So, Aussetzer. Die zuletzt eingesetzte Attacke des Ziels wird für 4 Runden blockiert. Das ist natürlich auch geil. Wir hauen mal den Routenschlag weg, okay? Okay. Also die beiden komischen Attacken, die es hat, sind aber echt cool. So, eine Attacke um 4 Runden blockieren oder die AP von einer Attacke um 4 senken. Das ist heftig. Okay, wir gucken erstmal, was die auf Lager hat. Bonjour. Ich lerne gerade alles über Fremdsprachen, lol. Computer und Pokémon. Ja, das passt ja, dass wir da Bonjour gesagt haben. Hat sie es zumindest auch verstanden. Die Schülerin Laura fordert uns heraus. So, sie setzt Pampam ein. Ein Kampf-Pokémon. Nun, ich habe keine Ahnung, was effektiv gegen Kampf ist. Stahl? Ich weiß es nicht. Ich muss mir doch nochmal so eine Effektivitäten-Tabelle ausdrucken, glaube ich. Wir gucken einfach mal, was die... Ja, die Sachen sind effektiv, okay. Haben wir so einen Pampam gefangen? Nee, aber wir hätten es fast gefangen, ne? Okay. Der scheint ein bisschen stärker zu sein als wir. Wir haben ein schlafendes Pokémon... Wir haben effektiv, nicht sehr effektiv, sehr effektiv.
Flugattacken sind sehr effektiv gegen Kampf, okay. Das ist für so Pokémon in Anführungszeichen Noobs wie mich auf jeden Fall eine ganz praktische Sache, dass da rechts diese Effektivitäten mittlerweile dran stehen, wenn man das Pokémon schon in seinem Pokédex hat oder es schon kennt. Wir gucken einfach mal, was wir mit dem Pikser ausrichten können. Ja, das sieht doch gut aus. Oh, das ist, glaube ich, schmerzhaft. Ja, aber nicht sehr effektiv. Achso, aber es tauscht uns aus. Na gut, Zickzacks kannst du auch einwechseln, wenn du möchtest. Kriegt halt eine Kopfnuss. Mal gucken, ob uns die selber Schaden macht. Ich weiß das gar nicht. Irgendwie bei Kopfnuss könnte ich es mir vorstellen. Ach, guck mal, das schreckt den Gegner zurück. Cool. Okay, das haben wir gemeistert. So, aha, Kami hat's ja dann das Level erreicht. Sehr schön. Da habe ich wohl noch nicht genug über Pokémon gelernt. Hier ein Taui für dich, warum nicht? Finde ich mal gut, wie die uns mit Geld zuscheißen, die Leute. Beutel, nach jedem Kampf wird jetzt ja einfach, werden jetzt ja einfach die Pokémon hochgeheilt. Tränke, so. Du gönnst dir einen Trank. Na, Kami hab's, die müssen wir noch keinen Kampftrank gönnen. Was haben wir hier für ein Pokémon? Das ist wieder so ein Stinktier. Und hier? Pflanze. Stinktier, Pflanze. Nein, lass mich in Ruhe, Zickzacks. Du juckst mich nicht. Tipps für Trainer. Du kannst auch auf Routen dein Pokécamp aufschlagen. Beim Camping können deine Pokémon Erfahrungspunkte erhalten. Wenn du an einem geeigneten Ort campen bist, kannst du auch die Zelte anderer Trainer besuchen. Aha. Okay, irgendwie kommen wir da hoch. Das müssen wir uns mal anschauen. Das heißt, hier könnten wir campen. Campen für Erfahrungspunkte. Ja, campen wir mal eine Runde. Pokécamping. Ah, guck mal. Hallo. Na, wer seid ihr denn? Oh nein. Wer da hinten schläft. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Ball meine Pokémon nicht so wirklich juckt. Oder? Interessiert er dich? Du bist doch ein Hund, das müsste doch passen. Ja! Oh, er bringt mir den Ball zu. Danke, voll lieb von dir. Schauen wir, wie weit wir den schleudern können. Bam, Junge! Los, renn! Was machst du da, Kami? Wie klein seine Schritte sind. Ich mag das Campen einfach. Ich weiß auch nicht. Ich bin direkt gecatcht, wenn es sowas gibt. Bring mir den Ball. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, wir kochen einfach nochmal eine Runde. Warte, ich kann reden. Schaut aufmerksam zu. Wie geht es? Es fühlt sich wie zu Hause in der vertrauten Umgebung. Ich muss spielen gehen. Voll süß. Ah, ich kann die Pokémon fokussieren. Hallo, wer bist du denn? Ah, es will noch mehr Aufmerksamkeit. Das versteht Micro nicht so recht. Noch mehr Aufmerksamkeit. Okay, dann nehmen wir doch mal hier ein Spielzeug. Hallo. Wo ist mein Ball eigentlich? Ah, oh, du hast mir den Ball gebracht, voll süß. Was geht du ihn holen?
Ja, du schaffst das. Ah. Das ist ja lieb von dir. Echt, los, geh irgendwer. Achso, ich wollte den viel weiter werfen. Wo fliegt unser Pokémon rum? Da hinten. Okay, pass auf, jetzt schleudern wir den Ding nochmal weg. Piau. Okay. Hallo. Es ist in Spiellaune. Will mit den anderen Pokémon spielen. Okay. Danke. Okay. Ich bin voll fasziniert von diesem Camping. Ich möchte bitte kochen. So, wähle Beeren aus. Wir nehmen mal eine Pfirsichbeere. Eine Sinelbeere. Und eine Tomatobeere. Ich glaube, damit kann man gut kochen. Ich bin mir sicher, dass das gut ist. Ja. Oh, meine... Oh, jetzt habe ich mich gemutet. Das wollte ich gar nicht. Meine Cam ist ja noch immer in diesem einen Modus gewesen. So. Mittlerweile habe ich auch durchschaut, wie das Kochen hier funktioniert. Man muss also wirklich einfach so schnell tippen, wie man kann. Da muss man nicht irgendwie rhythmisch tippen oder so. Genauso wie man so schnell den Stick drehen muss, wie man kann. Sind wir zu langsam? Oder sind wir... Irgendwie kommen da keine Leuchteffekte, machen wir irgendwas falsch? Sollen wir das doch in genau der richtigen Geschwindigkeit machen? Ich weiß es nicht. Ha! Mit viel Liebe zubereitet. Sehr nice. Guten Appetit. Ich glaube, das könnte das beste Curry sein, das wir bis jetzt gekocht haben, Jungs. Ah, guck mal, da ist er auch direkt wieder wach, der Chimpimp. Easiness, Chimpy. Oder Chimpex, wie es mittlerweile, glaube ich, heißt. Ah, es ist ein gutes Curry. Das schmeckt. So, okay. Damit dürften auch die Pokémon wieder alle volles Leben haben. So, wir haben hier sogar ein Level gemacht für ein Pokémon. Sehr schön. Das war doch eine spaßige Campingtour. Ich weiß nicht, ich mag so Kleinigkeiten immer. Also dieses Campen finde ich nett. Und Kämpfen finde ich auch nett. So, mal gucken, wie stark ich bin. Ich bin gespannt, wie stark du bist. Schüler, your jobby. Ein Knospi. Das ist jetzt natürlich Kamihapsi eindeutig die falsche Wahl für. Warum schläft der Junge denn noch? Der war eben voll wach. Gut, ich würde ja sagen, Vulpix hat er keine Feuerattacken. Aber wir machen das schon. So, Absorber juckt hier unser Vulpix nicht so. Mal gucken, was der Sternschauer hier ausrichten kann. Gar nicht mal so viel, und wenn er sich nach jeder Runde hoch absorbt, dann wird es anstrengend. So, was haben du? Machst 60 Stärke, wirst 40 Stärke. Was macht dein Groll? Ach stimmt, der senkt die AP. Pass auf, ich gönne ihm einfach mal den Aussetzer. So, ich habe jetzt irgendwas, ich habe jetzt gar nicht genau aufgepasst, was ich blockiert habe. Ich hoffe einfach, dass ich den Absorber blockiert habe. Weil dann könnte er uns mit dem Absorber nämlich schon mal nicht mehr merken, nerven. Verzweifler sitzt der einen. Hat sich selbst damit ordentlich Damage gemacht. Ach lol. Es hat keine Attacken mehr übrig und deshalb setzt es Verzweifler ein. Konnte nur die eine Attacke? Naja. So, als nächstes Cotini. Wir kämpfen. Also, ich wollte eigentlich weiterkämpfen. Das klingt nämlich auch nach Pflanze. Ist es auch. So, wir hauen auch zuerst mal den Aussetzer raus.
Oh, ist fehlgeschlagen. Turbodreher. Aussetzer, los. Ha. Turbodreher wurde gesperrt. Lockduft. Nein, kein Lockduft. So, die irgendwas sinkt. Ausweichwerte, habe ich das richtig gelesen? Weiß es nicht. Bitte sag mir nicht, dass der Junge jetzt nur noch Lockduft als Attacke hat, wo ich den Turbodreher gesperrt habe. Er hat wirklich nur noch Lockduft. Kann nichts anderes mehr machen. GG. Ach, er hat noch Blattwerk. Gut, aber das macht jetzt auch nicht so viel Damage hier. Okay. Also diese Möglichkeit, 4 Runden lang Attacken von Gegnern zu sperren, ist halt schon cool. Das ist eine Attacke, die gefällt mir irgendwie. So, den haben wir weggeräumt und das alles mit unserem einen Pokémon da. Zur Belohnung hat es erstmal einen Trank verdient. Mal schauen, ob Chimpy irgendwann nochmal aufwacht. Ich glaube, dafür müsste ich den im Kampf einsetzen, ne? Oh, was guckst du denn da? Ah, da kommt ja unser Arena-Challenger. Ein großer Auftritt bei der Eröffnungszeremonie war echt cool. Glückwunsch. Huch, wo hast du denn Hopp gelassen? Der ist schon vorgegangen. Typisch Hopp, er kann einfach nicht stillstehen. Aber so kenne ich ihn. Er will so schnell wie möglich in die Fußstapfen seines Bruders treten. Wo du gerade hier bist, kann ich dir etwas Interessantes erzählen. Mhm. Siehst du dieses Gebäude da drüben? Das gehört dem Liga-Präsidenten José. Oder genauer gesagt seiner Firma. Am Ende von Route 3 gibt es eine Mine. Die Firma von José nutzt das Erz, das dort angebaut wird, um Energie zu gewinnen. Abgebaut wird, sorry. José spielt also auch eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Gala-Region. Ich kann nicht sagen, dass ich ihn wirklich verstehe. Er ist schon ein bewundernswerter Typ. Puh, jetzt habe ich dich ganz schön zugequatscht. Danke, dass du mir so geduldig zugehört hast. Hier ist... Ich habe es zu schnell weggeklickt. Ein Fluchtseil. Ah, das ist, falls wir aus der Mine abhauen müssen. Ja, ja, das weiß ich noch. Oh, und deine Pokémon kann ich bei der Gelegenheit auch wieder fit machen. Ja, geil. Bis Turfield liegt noch ein weiter Weg vor dir. Reisen gehört aber auch zur Arena Challenge. Mach's gut. Reisen ist auch das Geile bei Pokémon. So, was halt auch, finde ich, den Charme von Pokémon ausmacht, ist, dass du halt wirklich diese Welt erkundest, immer an verschiedene Ecken, an verschiedene Orte kommst. Und halt auch dieses klassische Routen erkunden. Das ist halt einfach Pokémon. Das ist schon echt geil. Also hier könnte man campen. Was ist denn das denn für Poké? Ha! Ein wildes Pampam erscheint. Los, Kami, hab sie. Level 8. Lelelele. Das ist ein Job für dich. Hat er uns verhöhnt? Das machen wir, Micro. Den pieksen wir kaputt, den Jungen. Bam, Junge. Okay, einen Piekser verträgt er noch. Sehr schön. Danke, Micro. Okay, so einen hier möchte ich aber auch mal challengen. Den kennen wir nämlich noch gar nicht. Sieht aus wie Gestein. Clone Cat. Mhm. Kami Hapsi. Ja, ich denke mal, dass wir mit einer Aquaknarre hier relativ gut durchrasieren könnten. Ja, sieht gut aus. Lol, das da unten ist so ein Rad, oder? Das ist ja ein geiles Design.
Ich bin fasziniert davon, wie früh man die verschiedenen Pokémon-Typen in diesem Spiel findet. Das war früher nicht so, oder? Da hat man nicht einfach mal auf dem Weg Gestein, Wasser und Feuer-Pokémon rumlaufen sehen. Da musste man schon in die entsprechenden Regionen dafür. Ich will ihn eigentlich nicht finishen, sondern fangen. Das war gefinisht. Aber das Ding ist, unser Kami-Hapsi, wenn es sich weiterentwickelt, ist Wasser und Gestein. Das bedeutet, diese Pokémon hier brauche ich nicht für mein Team, sondern ich halt, glaube ich, einfach Kami-Hapsi. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, welche Pokémon hier die besten sind und was es sich lohnt, mit in sein Team zu nehmen und was nicht, aber das ist mir halt auch relativ egal. Ich spiele halt immer die Pokémon, die ich denke, dass sie jetzt passen, und wenn sie nicht passen sollten, ist halt dann ein bisschen blöd, aber naja. Meinst du, das reicht schon, wenn ich ihn jetzt fangen möchte? Ich glaube nicht, aber ja, es reicht sogar noch. Okay, also die Level sind noch so niedrig, dass wir auch so noch easy die Pokémon fangen können. Sehr cool. Es ist einfach ein Gesteins-Pokémon, ja. Okay, jetzt teilt sich hier der Weg in zwei. So typisch Pokémon, wenn alle irgendwie komisch im Kreis laufen, alle Leute. Beutel. Trank einsetzen. Kami Hapsi. Easiness. Ja, Tränke kosten halt auch nicht viel, ne? Das ist schon okay, wenn man das. Ich weiß jetzt natürlich, dass ich nicht in arge Bedrängnis kommen würde, wenn ich die jetzt nicht heile. Aber so vor allem diese Pokémon, die ich halt unbedingt leveln will, wenn die wegsterben, wäre schon blöd. Willst du dich etwa mit mir vorbeischleichen? Nein, ich will fighten. Ich hab schon Bock auf jeden Fall. Mathilde, jetzt fangen diese geilen altdeutschen Namen wieder an. So, Unlicht. Aquaknarre ist effektiv. Hauen wir die einfach mal raus, die Aquaknarre. Ja, das hat sich doch gelohnt. Okay. Das passt ganz gut. Dann ist der schon mal weggerollt. Erfahrungspunkte erhalten. Sehr schön. So, als nächstes Raffel. Raffel? Ach, das ist das Eichhörnchen, ne? Wir vertrauen einfach mal auf Kami Hapsi. Das ist ja ein Normal-Pokémon. Da sind alle Attacken irgendwie normal effektiv fast. Ich glaube, was noch mal krass gegen normal, das war nur Kampf, oder? Ich bin mir bei diesen ganzen Sachen, ich bin wirklich kein Experte. Ich bin mir da teilweise sehr unsicher. Das ist jetzt halt ein bisschen langwieriger, so zu kämpfen, aber wir ziehen das jetzt einfach mal durch. Kami Hami Hapsi eben. Das ist ein altes Dragon Ball Pokémon. Das ist wirklich assi, dass er jetzt noch so viel. Lol. Das war unexpected. Da hat er sich die ganze Zeit alles für den einen Hieb aufgehoben. So, Erfahrungspunkte erhalten. Sehr schön. $900. Immer komisch, wie viel Geld die Kinder da rumlaufen. Wobei, man muss auch sagen, dass diese Poké-Dollar-Währung natürlich
nicht zu vergleichen ist mit einer normalen, also unserer Währung oder so. So, ach, hier können wir wieder rütteln. Ein Bärenbaum. Hier können ja auch immer Pokémon rausfallen. Da ist es. Okay. Das war jetzt darauf angelegt, aber es ist wieder nur so ein Eichhörnchen. Das ist natürlich langweilig. Level 10. Das haben wir eben auch mit der Aquakanare weggehauen, ne? Inflation und so eben. Okay, eine Aquaknarre noch, dann sollte das hier erledigt sein. Ja. So, Chimpy erreicht schon Level 17. Das ist echt krass, wie der Junge levelt. Nein, die haben die herumliegenden Bären stibitzt. Wir haben Prügler erhalten. Aha. Der Anwender greift zusammen mit allen Mitgliedern seines Teams das Ziel an. Je mehr Pokémon sich im Team befinden, desto höher ist die Anzahl der Angriffe. Wir haben 6 im Team, oder? Verstehe ich das richtig? Warte, hat hier unten nicht irgendwas geglitzert eben? Ich meine, ich hätte was glänzen sehen. Jetzt sehe ich nichts mehr. Ich muss ja kurz durch. Nein, gegen dich muss ich nicht fighten. Ah, der hier möchte kämpfen. Okay, wir tauschen aber mal bei dem Pokémon ein bisschen was durch. Du brauchst noch Level. Pokémon bewegen. Okay, wir haben noch immer keine Feuerattacke mit dem und das wäre natürlich geil, wenn wir irgendwie zumindest Glut oder so mal hier lernen würden. Ich stelle sowohl Briefe zu, als auch, achso. Er stellt sowohl Briefe als auch Niederlagen zu. Das ist geil. Der sieht aus wie... Ah! Wie sieht er aus? Tim und Struppi, wie der Alte da, der Kapitän oder was das war. Wie viele Stunden habe ich schon auf der Uhr? Ich glaube 5 ungefähr. Pokémon... Bisschen weniger wahrscheinlich. 4,5 oder so. Müsste sein. Noch nicht so viel. Ich hatte dieses Wochenende leider kaum Zeit zum Zocken. Ich bin auch bei Star Wars noch nicht weiter als 2 Stunden. Botogel. Das ist natürlich ein cooles Pokémon für den. Ich weiß gar nicht, was das drauf hat, ehrlich gesagt. Sternschauer. Er setzt Geschenk ein. Das hat keine Wirkung auf uns. Lol. Das ist natürlich sehr praktisch. Pass auf, jetzt ein Aussetzer. So, ist das die einzige Attacke, die er drauf hat? Sternschauer, bitte. Er hat tatsächlich nur die eine Attacke drauf. Okay, das Ding ist, der eliminiert sich jetzt eh selbst, ne? Wobei, das Risiko, dass er mich jetzt aus irgendeinem Grund mit der einen Attacke tot hittet, ist zu groß. Deshalb nehme ich mal mein Vulpix raus. So. Portugal setzt Verzweifler ein. Und damit dürfte er sich jetzt eh selbst ausradieren. Sehr schön. Brüller. Was konnte Brüller nochmal? War das das, was den Typen rausgebrüllt hat, quasi? Beendet den Kampf in der Wildnis. Achso, beendet den Kampf in der Wildnis. Das ist ganz praktisch, wenn man in der Naturzone oder so auf zu starke Pokémon trifft, oder? Schnell einen Brüller und dann ist der weg. Wenn ich hier irgendwas hab, was ich eliminieren kann. Pass auf, Sternschauer ist
eh stärker als Tackle. Dann nehmen wir den Brüller. Achso, ersetzen wir einfach mal das Tackle durch den Brüller. Tackle juckt eh keinen, außer man will Pokémon fangen. Okay. So, den haben wir ausradiert. Die campt irgendwer. Hallo. Schlag doch mal dein Zelt auf und koch etwas, um deine Pokémon aufzupäppeln. Ich hätte eine Beere für dich, die du beim Kochen gut gebrauchen kannst. Die Amrinbeere. Amarina-Beere. Ich habe nicht genau gelesen, sorry. Untersuche einfach das Zelt eines anderen Trainers, um sein Pokécamp zu besuchen. Du bist übrigens herzlich eingeladen hier in meinem Camp, okay. Pokécamp von Lea möchte sich da. Ja, wir gesellen uns mal dazu. Das ist ja auch hier irgendwie eine neue Gameplay-Mechanik. Das gucken wir uns doch gerade mal an. Oh, guck mal. Der hat einen Wally, einen komischen Bären, der übelst ausrastet, wenn er sich entwickelt. Oh, ich habe den Namen vergessen. Ich habe die Namen nicht so wirklich drauf. Ach, guck mal, sie hat aber auch einen Vulpix scheinbar dabei. Ich bin nur mit meinem Vulpix hier zu Besuch. Bist du von ihr oder bist du von mir? Okay. Aber wir verlassen das Camp einfach mal. Wir haben hier genug gespielt. War sehr unspannend, dein Camp. Natürlich schon eine Premium-Location hier, ne? Hier kann man, glaube ich, echt gut campen. Boah, der da vorne will wieder fighten. Ich guck mal, dass ich hier die Pokémon, die ich halt unbedingt leveln muss, immer so ein bisschen aufpäppel. Dich und Kami Hapsi da unten. Der kann auch ein bisschen was vertragen. Okay. Jetzt habe ich schon bald alle der zahlreichen Tränke, die wir hatten, rausgehauen. Aber ich sag mal, die Tränke gehen halt immer schneller als irgendwas kochen oder so. Vielleicht sollte ich das zwischen den Folgen, ich nehme ja auch parallel auf, zwischen den Folgen ein bisschen machen, dass ich da was koche, dass das nicht so in die Aufnahme reincrasht. So, ja, das mit den Vorteilen und Nachteilen kennen wir schon. Zeig mal, was du drauf hast. Okay, ein Thermopod. Ist das ein Feuer-Pokémon? Ist das ein Käfer, ein Insekten-Pokémon? Mal schauen. Also ich sag mal, wir haben leider keine Feuerattacke. Ein Sternschauer scheint normal effektiv zu sein. Wickel war eine Insektenattacke, oder? Wurde umwickelt. Tut mir das jetzt jede Runde weh, oder wie? Gar nicht mal so wenig. Was ist denn stark dagegen? Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, ich glaube, wir ziehen das einfach mal. Hey, wir ziehen das einfach mal mit Sternschauer durch. Das passt schon. Ja, den Wiki kenne ich mittlerweile schon. Der nur Wiki. Hätte mal wieder diese Sperrattacke versuchen sollen. Jetzt werde ich wieder durch den Wiki verletzt. Ja, ja. Das alte System. Aber ich hoffe, dass wir ihn jetzt hiermit ausradiert kriegen. Ein guter Sternschauer. Ein Skateboard? Meinst du, das ist ein Skateboard-Pokémon? Das sieht so aus wie so ein plattgetretener Tausendfüßler oder so, ne? So Micro erreicht Level 16. Flücker zu erlernen. Das schauen wir uns doch mal an. So, Flücker macht 60 Stärke hat es und unser Piekser hat 35. Überheblichkeit, Klauenwetzer. Keine Ahnung, seit ich früher angefangen habe, Pokémon zu spielen, habe ich irgendwie nie mit diesen Status-Effekt-Attacken gespielt. Ich glaube, das ist auch irgendwie einfach nicht so mein Spielstil.
Als nächstes Kerada. Ich weiß nicht mal, was das ist. Das sieht aus wie noch ein Käfer-Pokémon. Wir hauen einfach mal einen Aussetzer raus. Oh nein, der ist fehlgeschlagen. Wie heißt die Attacke? Ich denke, ich lese immer Käferfurz, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich so heißt. Käfertrutze oder so, okay. So, er hatte noch eine Attacke. So, was ist denn effektiv gegen Käfer? Himmelswanderer, hilf mir mal auf die Sprünge. Das hat gar nichts gemacht. Und Fusion, das ist natürlich jetzt scheiße. Okay, hau bitte nochmal einen Aussetzer raus und sperr irgendeine Attacke von ihm. Scheiße. Okay, das war's für dich, Vulpix. Rippe an der Stelle. Eine Level für dich. Pflanze gegen Käfer? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube eigentlich nicht, oder? Also ich hätte zumindest gedacht, dass es nicht so ist. Wir schauen uns das mal an. Rasierblatt. Ob das einen Effekt hat. Okay, ja, das Gegenteil. War nicht sehr effektiv. So, aber dann hauen wir mal den Doppelschlag raus. Okay, der Doppelschlag war schon besser. Okay. Das hat funktioniert. So, Zickzacks versucht, Kulleraugen zu erlernen. Nee, brauchen wir nicht. Der hat so Neoleaf-Teile. Ja. So, den Jungen haben wir besiegt. Easiness. 800 Poké-Dollar. Danke. Da oben kommt die Mine. Ist natürlich die Frage, wir könnten unser Camp aufschlagen. Wir könnten allerdings auch einen Beleber verwenden. Um den Jungen hier zurückzuholen. Weil ich will halt auf jeden Fall, dass er die Level bekommt. Trank. Ich würde sagen, wir hauen einfach mal einen Beleber auf den Jungen drauf. Das passt schon. Wir müssen auf jeden Fall demnächst auch nochmal unseren Trankvorrat auffüllen. Diese dreckigen LED-Lichter, alles klar. So, warte ich lang. Hier gibt es noch ein Item. Jemand findet einen Supertrank. Ich finde auf jeden Fall dieses hohe Gras, wie es in dem Spiel ist, deutlich cooler, als wie es in normalen Pokémon-Spielen war. Dass man so die meisten Gegner, auf die man trifft, auch sieht. Eingang zur Galamine. Was hast du uns zu erzählen? Hallo, meine kleine Schwester und ich betreiben hier unser eigenes mobiles... Weißt du, dafür habe ich meinen Beleber verwendet. Ich würde allerdings sagen, dass wir vor dieser Mine relativ passend die Folge mal beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben noch ein gutes Stück von Route 3 geschafft. Wir haben uns ja auch diese Folge auch die... Haben wir uns diese Folge... Nee, diese Folge waren wir nur auf Route 3 unterwegs, ne? Hat aber Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht beim Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.